Hallo zusammen, willkommen zu diesem neuen Video. Trinkwasserhygiene ist heute unser Thema, genau gesagt Stagnation und wie man sie vermeiden kann. Dafür sind wir hier beim Technischen Hilfswerk in Bad Oeynhausen. Und warum wir ausgerechnet hier sind, das erfahrt ihr natürlich gleich. Aber so viel sei gesagt, die Trinkwasseranlage hier wird halt unregelmäßig genutzt und das birgt Gefahren. Und hier befinden wir uns auch schon in der Fahrzeughalle des THWs. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, hier finden nur Dienstabende alle ein bis zwei Wochen statt. Und so wird die Trinkwasseranlage hier natürlich auch recht unregelmäßig benutzt. Ja, und das birgt natürlich Gefahren für die Trinkwasserhygiene. Und um die aufrechtzuerhalten, müsste man hypothetisch alle drei Tage hier den Hausmeister durchschicken, der alle Zapfstellen einmal betätigt. Das ist natürlich utopisch. Deshalb haben wir hier Automatikarmaturen eingesetzt, zum Beispiel bei den Duschen oder auch beim Waschtisch, die automatisch in regelmäßigen Abständen die Trinkwasseranlage spülen. Diese Automatikarmaturen schauen wir uns gleich mal genauer an, aber vorher stellen wir uns noch mal die Frage, welche Gefahren gibt es eigentlich alles, die die Trinkwasserhygiene beeinträchtigen? In einer Trinkwasserinstallation kommt es an verschiedenen Stellen zur Beeinträchtigung der Trinkwasserhygiene. Mangelhafte Installationen liegen zum Beispiel vor, wenn wichtige Sicherungsarmaturen wie Rückflussverhinderer oder Systemtrenner einfach fehlen. Außerdem sind regelmäßige Wartungen wichtig, zum Beispiel von Bauteilen wie Filtern. Falsche Temperaturen in der Trinkwasseranlage führen ebenfalls zu großen Problemen. Wasser sollte daher immer kälter als 25 Grad Celsius sein oder wärmer als 55 Grad. Stillstandszeiten von über drei Tagen führen zu einer gesundheitsgefährdenden Vermehrung von Keimen durch Stagnation in der Leitung. Daher sagt man, Wasser muss immer fließen. Da haben wir schon einige Punkte gesehen, die unsere Trinkwasserhygiene gefährden können. Und davon schauen wir uns jetzt mal die Stagnation ein bisschen genauer an. Das bedeutet ja einfach, dass Trinkwasser in der Wasserleitung stehen bleibt und nicht verwendet wird. Und dabei können sich nun mal Keime und Bakterien in gefahrdrohender Anzahl vermehren, dass sie unserer Gesundheit gefährden. Und das muss natürlich vermieden werden. Darum gibt es Richtwerte, dass man Wasser regelmäßig nutzen soll. Trinkwasser muss also fließen. Und zum Beispiel sollte spätestens nach drei Tagen ein Wasseraustausch stattfinden. Und es gibt noch weitere Zeiträume, wie zum Beispiel, wenn man in den Urlaub fährt oder wenn das Haus gerade saniert und renoviert wird, dann kommt es ja auch zu einer Stagnation in den Trinkwasserleitungen. Und je nach Zeitraum gibt es verschiedene Maßnahmen, um die Trinkwasserhygiene wiederherzustellen. Und eine Übersicht über diese Maßnahmen haben wir euch zusammengestellt und die findet ihr unten im Link hier in der Videobeschreibung. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie eine Waschtischarmatur mit einer Automatikfunktion eingebaut wird und wie sowas funktioniert. Wenn ihr euch jetzt auch so eine Armatur installieren lassen möchtet, findet ihr über unsere Handwerkersuche ganz einfach einen Fachbetrieb der Innung unter www.sak-info.de. So, ihr habt eben schon gesehen, wir haben hier eine berührungslose Armatur. Außerdem habe ich bei dieser Armatur eine automatische Hygienespülung. Das bedeutet, werkseitig nach 24 Stunden der Nichtnutzung der Armatur spült diese Armatur für 30 Sekunden. Das Ganze kann ich aber auch individuell einstellen, indem ich hier zum Beispiel so ein Bluetooth-Modul installiere und mich damit im Handy über die App auf die Armatur aufschalten kann und eine Stagnationsspülung individuell einstelle. Das bedeutet, ich stelle die Armatur auf das Rohrvolumen ein, dass genau die passende Wassermenge regelmäßig gespült wird.
Diese Lösung gibt es natürlich nicht nur für den Waschtisch, sondern auch für Duschen, für WCs, Urinale oder auch für den Küchenbereich. Wer mehr dazu wissen möchte, guckt hier unten in die Videobeschreibung, da haben wir euch was verlinkt. Das war's hier schon vom technischen Hilfswerk und uns würde jetzt mal interessieren, habt ihr euch mal Gedanken gemacht über den bestimmungsgemäßen Betrieb eurer Trinkwasseranlage? Schreibt es uns unten in die Kommentare und hinterlasst uns natürlich gerne einen Like und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!